Hallöchen, Freunde, Hallöchen, willkommen, Freunde, neues Let's Play-Effekt an, richtig geile Scheiße, ich sag's euch, Pokémon Silbern Edition, ich freue mich wie ein Kuchenpferd, ne, wie ein Honigkuchen, Honigpferd, ihr wisst schon, Freunde, und zwar jetzt, pass auf, Moment, ich starte mal kurz den Anfangsschüssel, so, und zwar, also wir spielen Pokémon Silber in Farbe, Freunde, was ja sowieso ist, aber ich freue mich trotzdem, dass es Farbe hat. Und zwar, wir spielen, oh, warte mal, wie spät war es denn? Tag 4. Wir spielen die Randomizer-Version, Freunde. Oh, Digga, nerv mich hier nicht, ich bin am Erklären, Alter. So, wir spielen Randomizer-Version, Leute. Das heißt, wenn ich richtig cool bin, schneide ich euch jetzt hier noch kurze Textdatei rein, damit ihr es nochmal visuell sinnbildlich vor euch habt. Ich habe randomisiert. Oh, Professor Eich, ich liebe den alten Mann. Der Typ, der seine pornösen, Eigenschaften einfach schon im Namen trägt. Herrlicher Typ. So, jetzt pass auf. Ich habe randomisiert. Die Starter-Pokémon, die 3 Stück, sind völlig random, aber trotzdem Viecher, die dennoch 2 Entwicklungen haben, ne? Damit wir insgesamt 3 haben. Macht Sinn. Dann habe ich randomisiert. Trainer-Pokémon, alle, aber dass die eine ähnliche Stärke haben. Also der wird jetzt nicht, der Typ auf Route 1 wird ein Lugia haben oder so. So nicht, sondern ähnliche Stärken, dennoch random. Okay, und wir haben natürlich randomisiert, und da freue ich mich natürlich am meisten drauf, alle wilden Pokos, Pokémänner. Und auch, genauso wie eben bei den Trainern gesagt, ähnliche Stärken. Typen nicht, nee. Ähnliche Stärken wartet. Genau, also auf Route 1 wird mir kein Turtok begegnen zum Beispiel. Aber vielleicht ein Shiki. Ja, das könnte sein. Vielleicht ein Shiki. So. Geil, da freue ich mich drauf, Alter. Wie ein Honigkuchen. So, Momentchen. Nehmen wir das kurz. Ottchen. Passt Ottchen hier hin? Ottchen. Ne, passt nicht. Das sieht dann doof aus, ne? Entweder ganz oder wir lassen es. Wir lassen es. So. Ottchen, bist du bereit? Oh, ich hätte mich Ottchen nennen sollen. Jetzt gefällt es mir. Jetzt, wo ich fertig bin, gefällt es mir doch. Okay, ja, drauf Schiss, komm. So, ich habe richtig Bock. Allein schon auf die Starter-Pokémon, Freunde. Geil, klappt. So, diesmal nehme ich diesen scheiß Trank mit, auf den Patty mich aufmerksam gemacht hat. Den es nicht mehr gibt in der zweiten Gen. Ja, was ist das denn? Auch nix im Briefkasten drinne. Nicht mehr drinne. Digga, ich dachte, ich mach dich stolz, ja? Und zeige dir, hey, der Trottel, der denkt jetzt dran, dass da ein Trank im Computer steckt. Nee, da war keiner. Vorher hat er ja im Laufwerk drin gesteckt, der Trank. Diesmal leider nicht. Habe ich extra dran gedacht, ey. Okay, so. Boah, Alter, was labert die denn? Ab Pokécom. Ja, und diesmal spielen wir es auch auf Deutsch. Was mich irgendwie auch freut. Ich finde es geil. Abgesehen davon, dass ich Deutsch toll finde, erstmal per se, bin ich doch deutlich bewandter, was die ganzen deutschen Begrifflichkeiten angeht. Vor allem die Attacken. Das hat mir in meinem letzten Pokémon Rot, Only Mew Edition, nachzuschauen auf meinem Kanal, Freunde. Hat mich das ja ab und zu mal in Schlängeln gebracht, in Schwängeln, welche Attacke da was ist auf Englisch, ne? So, genau, diesmal wieder auf Deutsch, wundervoll. Und ich freue mich tierisch, Freundinius, habe ich das schon erwähnt. Ich freue mich wie ein Honigpferd. Ach, ist das schön hier, wo sind wir hier in Blüten, nee, scheiße, was ist das für eine Stadt, ich habe gar nicht mitgekriegt. Das ganze Intro ist völlig an mir vorbeigegangen, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, Wurzelheim, nee, das war dritte Gen. Boah, keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Stadt hier heißt. Pokémon Silber war damals nach Blau-Rot, logischerweise, meine Lieblingsedition. Und das hat auch lange angedauert. Es hat viel gebraucht, bis dann wieder eine kam, die mich so sehr überzeugt hat, wie Blau oder Gold-Silber. Es gibt so viele tolle, geile Änderungen in der Version. Und ja, nicht allein die Pokémon, sondern alles. Ich glaube, also hier dieser Anzeigebalken von der XP ist da. Das kleine Pokebällchen da oben, ob man Pokémon schon gefangen hat, ist da. Gibt es sogar schon Bären? Ist das so? Ich habe es auch echt lange nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Oh ja, und natürlich, wir sind ja in Johto. Und natürlich, dass wir 8 Orden holen können. Und nach den ersten 4, 8 nochmal nach Kanto reisen, um die zweiten 8 zu holen. Ist natürlich einfach ein Kracher, Freunde. Das ist wie, keine Ahnung, wie Sex, könnte man sagen. Als ob man mit einem Rosana schläft. Okay, gut. Genug Quatsch, Freunde. Jetzt geht's zum ersten Random-Pokémon. Mirapla. Finde ich. Oh, geil!
Alter, Mira, ein Giflor. Alter, das wäre krass, Mann. Giflor wäre schon mal richtig edel. Warte mal, braucht man dafür einen Blattstein? Scheiße, ich weiß es gar nicht, ob man dafür einen Blattstein braucht. Willst du Feuerriegel? Das wurde nicht angepasst. Trottelrom, ey. Okay, aber kurz gucken. Giflor würde ich mich auf jeden Fall mit anfreunden können. Das haben wir hier. Was ist das denn? Hey, das habe ich noch nie gesehen. Was war das für ein Vieh? Kanemani ist es nicht, Digga. Hä? Was ist das? Okay, warte. Ein Shigi, ich werd weg. Ein Shigi, ich werd weg. Oh, ein Shigi. Ist das gerade ein Shigi? Oh no, ey. Oh scheiße, was machen wir denn jetzt, Freunde? Ich finde alle geil. Das mittlere finde ich nur geil, weil ich keinen Plan habe, was das ist und zu was das wird. Das reizt mich. Ein Giflor könnte ich mir richtig gut vorstellen. Boah, aber ein Shigi, Freunde. Oh, was sagt ihr denn, Leute? Ist das schwierig. Shigi ist halt ein Shigi, oder? Aber ein Giflor? Mach's mir doch nicht so schwer, ey. Das geht ja schon gut los. Ich höre direkt wieder auf, das Let's Play. Überhaupt keinen Bock auf so eine Entscheidung in meinem Leben. Ich nehme mit Shigi so und leck mich alle am Arsch. Entscheidest du dich für Shigi? Für gar nicht. Ja, für Indivio. Nee, genau. Ja, okay, geil. Alles klar. Wir haben einen Shigi. Das geht ja schon gut los hier. Junge, Shigi einen Spitznamen. Ey, komm, machen wir das. Lass uns dem scheiß Shigi einen Spitznamen geben, verdammt. Was hält uns davon ab? Jetzt sag mir mal was. Wir nennen es Patty. Was hält dann davon? Toller Name, oder? So, Paddel. Lass auf ins scheiß Abenteuer starten, ey. Ach, nach Rosalia geht's, genau. Ja, hab ich schon erwähnt. Es ist echt lange her, dass ich die zweite Generation gespielt habe. Ach, diese scheiß Telefonkacke hier gab's ja auch, wo die sich ständig nerven. Ja, es ist Ewigkeiten her. Ich kenne noch ein paar Orte, ein paar Gebiete. Aber das ist lange nicht so in meinem Kopf drin wie erste Generation, wo ich von A bis Z weiß, was zu tun ist. Auch ohne, dass ich spiele. Nee, hier habe ich überhaupt gar keine Ahnung gerade. Das wird alles wieder kommen. Aber noch nicht. Wir werden sehen, Freunde. Juti. Warte mal, ich habe gerade schon wieder gar nicht mitgekriegt. Hat er uns gerade schon Belly gegeben? Nee. Ach, einen Trank hat uns gegeben. Ah ja. Alles klar. Ach ja, wir zu Mr. Pokémon. Natürlich. Der mit seinem einfallsreichen Namen, alles klar. So als ob ein Fleischer Herr Metzger heißt. Oder Frau Becker. Heißt sie halt Mr. Pokémon. Oha, ein Safcon. Geil. Na, das ist ja mal eine Überraschung, mein Freund. Was machst du denn hier auf Route 1? Oh, what? Okay, ich habe noch was. Ich habe noch was angepasst. Ah, hör doch auf, ey. Freunde, ich habe noch angepasst. Sehe ich gerade, dass die Attacken auch random sind. Aber innerhalb derselben Typ ist. Also ich kann jetzt nicht Solarstrahl zum Beispiel lernen. Aber ich meine, Octazooka. Ein Wuchtschlag. Okay. Lass doch mal eine Octazooka drauf knallen. Ich weiß ja nicht, die Attacke habe ich, glaube ich, die Attacke schon mal gehört habe. Vielender. Das wird spannend, Freunde. Ist ja ein Knaller, ey. Ist ja ein Knaller. Was ist denn Octazooka? Das klingt ja fantastisch. Und Wuchtschlag. Das ist ja auch, das ist echt schon ein Knaller. Warte mal, lass mich mal ganz kurz hier einen Blick drauf werfen. Und was habe ich eigentlich für ein Item? Was ist hier überhaupt los, ey? Was mache ich eigentlich hier? So, warte mal. Was hast du für ein Item, Digga? Eine Beere. Aha. Kann ich mir die Attacke angucken vielleicht? Ach, hier. Attacke. 65. Alte Mutter, ey. Senkt die Genauigkeit. Das ist ja die übelste Attacke. Angriff 100. Okay, das ist ja fast ein bisschen heftig, Freunde. Scheiße, ist ja fast ein bisschen heftig. So krass wollte ich es ja nun auch nicht. Pass mal auf. Es ist mir fast ein bisschen einfach jetzt, ne, mit diesen Kranken-Attacken. Pass mal auf, ich werde noch mal kurz in den Randomizer reinschnuppern. Und das notfalls dann noch mal bis hierhin neu spielen, falls ich es nicht jetzt so geändert kriege. Und wir sehen uns sofort wieder, Freunde. Kollegen, ich bin wieder da. Folgendes.
Es geht leider nicht, Freunde. Es geht nicht. Ich kann nur einstellen, Attacken vom ähnlichen Typ. Genau. Aber ich kann es nicht irgendwie in der Stärke herabsenken oder wie so. Das geht leider nicht. Ich habe jetzt auch mal alles nochmal neu bis hierher gespielt. Und habe wieder dieselben Attacken. Also das funktioniert tatsächlich nicht. Das heißt, wir müssen uns ja mit anfreunden, dass wir zwei übelst krank harte, geil, holy shit, geile Attacken haben am Anfang. Daher ist natürlich, klar, wenn du jetzt hier fünfmal Tackle machen musst, ist die Spannung ein bisschen weniger. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte es jetzt auch nochmal neu machen und mit den stinknormalen Attacken spielen. Ich habe mir jetzt aber gedacht, wenn alle anderen Pokémon, wie ihr gerade gesehen habt, Pummelhoff, ist das geil. Wie ihr gerade gesehen habt, der Typ hatte gerade einfach Eishieb auf Level 2, ne? Wenn also die anderen Pokémon und vor allem natürlich auch die Trainer-Pokémon auch geilere Attacken haben, dann ist es, glaube ich, dennoch cooler und spannender, als zu wissen, dieses Viech da wird jetzt nur Pfund und Silberblick machen können, weißt du wie? Dann kommt halt mal einer mit einem Eishieb zum Beispiel um die Ecke. Finde ich dann doch spannender. Darum, denke ich, belassen wir es jetzt einfach dabei. Und zudem stand dort auch gerade im Randomizer-Dödeldings, dass mindestens eine Attacke eine gute Prozent-Schadensattacke sein wird, die es random lernt. Was mir Umkehrschluss sagt, dass wir durchaus natürlich auch Schrott kriegen können, ne? Status-Attacken oder so. Von daher haben wir jetzt vielleicht einfach nur fucking Glück gehabt, dass wir zwei so eine geilen bekommen haben. Aber alles in allem, behalt mal die Scheiße jetzt einfach so und gut ist. Genau. Gut, soviel dazu. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, ihr findet es genauso spannender wie ich, dass die Gegner eben auch seltsam attacken können. Das bringt auf jeden Fall so einen gewissen Twist hier rein, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Was ich besser finde. Gut. Schön viel Quatsch wieder, Freunde. Lass doch mal einen Wuchtschlag machen. Machen einfach keinen Wuchtschlag. Was haltet ihr davon? Oder wir versuchen es nochmal. Wir machen doch keinen Wuchtschlag. Ach du Scheiße, viel. Das ist eine mega Attacke. Okay. Nicht auf mich. Aber viel Ender ist doch. Ist die wirklich gebrandet auf Scaraborn? Kann das sein? Das ist doch eine mega kranke Attacke eigentlich, oder? Viel Ender. War das nicht so? Auf jeden Fall. Scheiße, was wollte ich gerade noch sagen? Ich hatte da gerade noch was im Hirn, was ich gerne aussprechen wollte. Ach ja, so ist es wieder, mein liebes Hirn. Da sind wir wieder, war wir beide. Krieg ich's wieder nicht auf die Reihe, ey. Digga, willst du kämpfen? Nein, nein, okay, das können wir nicht. Ey, stopp mal, warte mal, geht's doch schon viel zu weit hier. Wo sind wir denn überhaupt? Hier geht's ja schon weiter, oder was? Was ist denn das hier für eine verwirrende Route überhaupt? Ah, hier sind die Bäume, ich wusste es doch. Von irgendwo Bäume noch. Was machst du hier, Milady? Stehst du so blöd rum hier? Ah ja. Aha, ach, Neuborgia hieß der. Der Bums. Nicht. Nee, die Wurzelheime eh nicht. Was habe ich gesagt? Ach, keine Ahnung. Ja, Neuborgia, natürlich. So nämlich. Ein Visor. Geil. Aber diesmal mache ich keinen Single Run. Gerade weil ja alles random ist, will ich auf jeden Fall ein normal ordentliches Team irgendwie zusammenstellen. Und demnach wird auch das Let's Play wieder deutlich länger dauern als mein Rot, wo ich halt nur mit Mew gespielt habe. Ne, da kannst du den ganzen Fangen und Sammelscheiß alles außen vor lassen. Muss halt einfach nur mit einem Mew durchkrachen und fertig ist. Aber hier will ich auch ein paar coole Pokémon haben, auf jeden Fall. So. Ja, komm, dich machen wir jetzt noch platt, Alter. Oha. Ja, dich machen wir jetzt noch platt. Ich will gerne noch Level 7 haben. Werde ich durch dich wahrscheinlich nicht kriegen, du schwaches Viech. Oh, fast. Fast. Weil hier kommt doch schon Rosalia, oder? Komm, ich will jetzt irgendwie, dünkt es mich, vor Rosalia noch Level 7 zu bekommen. Ah, was mich da dünkt. Safcon. Ah, okay, anscheinend sind ja Safcon und Visor sehr beliebt auf dieser Strecke. Scheiße, ich habe keine Octazookas mehr. Und ich habe irgendwas im Auge, Freunde. Ah, die haben alle viel Ender. Das ist ja interessant. Ich weiß nicht mehr, was die machte, verdammte Kacke. Ich weiß, dass die scheiße stark ist aus so einem Scaraborn. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Oder ist es halt einfach so, dass es viel schwach ist. Was? Abgesang? Was ist denn? Warte mal, das war doch so eine... Oh, scheiße, mein Auge, ey.
Abgesang war doch so eine Todbringer-Attacke. Oder? Beide werden in drei Runden besiegt, genau. Ja, das ist ja eine tolle Attacke, ja. Die kannst du ja direkt außen vor lassen, ne? Nee, danke. Ich glaube nicht, dass ich die benutzen werde. Mal gucken. Boah, ist das ja Mr. Miyagi hier am Stadteingang. Mr. Miyagi, Diggi. Meinst du, hat mir gefallen? Wenn du willst, bringe ich hier ein paar Tricks bei. Ach, lass mal, Mr. Miyagi. Ich bin schon weit genug, sage ich mal, in meinem Trainerleben. Ich glaube, ich weiß schon alles, was wichtig ist. Danke aber trotzdem. Ja, genau. Lass mal heilen. Für die Attacken und so. Alrighty, dankeschön. So, was wir jetzt ja machen müssen, ist ja Mr. Pokémon finden in erster Linie. Weiß auch nicht, warum ich gerade reingegangen bin. Lass mal hier reingucken, was ist das hier? Haus des Fremdenführers. Ja, warte mal, ich muss das machen, oder? Damit ich irgendein cooles Item kriege, kann das sein, war das so? Wenn da gerade sein Haus steht, ich weiß, wo dein Haus wohnt, Mr. Miyagi, dann bring mir jetzt deine scheiß Tricks bei. Oder ich mache das gerade völlig umsonst. Aber mir war so, als ob ich dann ein Item kriege vielleicht. Ich auch nicht. Hier ist ein Supermarkt. Okay. Hört gut zu, Freunde. Schreibt alles mit. Es könnte wichtig sein, was Miyagi euch erzählt. Hier geht's zur Route 30. Alles klar. Danke. Hier haben wir den Ozean. Schau hinaus. Wir sind hier am Meer. Okay, manche findet man nur im Wasser. Jawohl, habe ich auch schon mal gehört. Und hier wohne ich. Ja. Ja. Das ist mein Haus. Präsent geben. So. Oh, ist es ja gar nicht mal so ein unwichtiges. Geil, ein Kartenmodul. Wer hätte es gedacht? Mein Jutta, ich müsste Miyagi an die Quatsch haben. Okay, danke dir. Dankeschön. Lass uns mal einen Blick auf Garde werfen, Freunde. Tolle Garde. Wo sind wir denn hier? So. Route 30. Ja, perfekt. Viola City. Ah, Knofensator, genau. Oh, jetzt kommt alles wieder. Wie Alfruin. Ach, hör auf. Azalea, okay. Ach, der Fleckmannbrunnen, genau. Den die Fleckmann, die Team Rocket, der Fleckmanns die Route, die Schwänze abgeschnitten. Ah, ja. Ja, Ducati, ja. Okay. Oh Mann, ey. Teak City, genau. Da ist dieser verkackte Turm, ne? Diese Turmruine. Ah, hier Zinnturm, genau. Ne, Turmruine, das ist. Genau. Wie ich es gerade sagte. Oliviana. Ach, das mit dem Leuchtturm. Ah ja, hier, siehst du Leuchtturm. Ach, geil, ey. Strudelinseln, Anemonia. Hier war doch diese kranke Alte. Diese Arena-Alterin, ne? Kesselberg. Gab es nicht noch einen Silberberg oder so? Mahagonia. Ach, See des Zorns, hör doch auf. Da gab es doch das Garados, oder nicht? Das Rote? Eispfad, Drachenhöhle, Dunkelhöhle, Silberhöhle. Oh man, ey. Ist das geil, Mann. Ich habe so einen Bock, diese Scheiße zu spielen. So, jetzt brauchen wir aber Mr. Pokémon hier. Wo ist denn der Kollege? Ist hier oben noch? Noch ein Stück weg, sagt ihr. Bei Rosalia City. Wohnt der Lappen? Oha, Nidoran, geil. Habe ich schon Bälle? Nee. Oh, warte mal. Kann ich Bälle kaufen eigentlich? So. Passt das? Ja. Passt. Kann ich Bälle kaufen eigentlich schon? Kann ich nochmal kurz gucken gehen? Würden wir schon gerne nochmal ein, zwei Poki schon mal fangen vielleicht? Schon mal das Repertoire ein bisschen aufstocken, ihr versteht schon. Patz! Octazooka, das finde ich eine klasse Attacke. Kann auch Genauigkeit senken, finde ich toll. Ganz toll. Ja, ganz, ganz toll, Harry. You're a wizard, Harry. You're a Harry wizard. So, Moment. Oder brauche ich nämlich erst Mr. Pokémon? Ah ja, ich brauche erst Mr. Pokémon. Alles klar. Toll. Danke. Dankeschön. So. Na, nochmal aufs Neue hier. Blum. So, wo wohnt denn der Affe? Hier. Kann das sein? Ah, hier war das ja noch relativ einfach, ne? Hier gibt es einfach nur Beeren. Ab der dritten Gen wird das dann zu Amrena-Beere, Mango-Beere und bla bla. Aber hier gab es ja echt einfach nur noch Bären, glaube ich. Die auch einfach nur heilen, ne? Ja. Oder gibt es schon andere? Weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte, das war so. Er ist nichts.
So, Digga, wohnst du jetzt hier? Bist du das? Ah, ne, ist der Bärenmann. Ah, ja. Okay, wo wollen wir gestiegene Beere fraßen? Okay, ihr teilt mit mir. Geil, direkt eine Beere. Nice, danke schön. Warum eigentlich nicht? Kann nicht schaden, danke. Mr. Pokémon, wo bist du denn? Wo bist du denn, Junge? Ach, Kakuna. Ja, doch, ja, Kakuna. Oh, cool. Würde ich mir auch direkt fahren. Ah! Oh nein! Oh nein! Falscher Knopf. Drei Runden. Okay, ne, das. Scheiße, ich will nicht sterben, verdammt. War das jetzt eine Runde von ihm? Oder meine drei Runden? Bei drei. Aha, okay, also jeder für sich. Ja, gut, bis dahin werde ich ja nur Töte kriegen, oder? Ja. Ja, ich glaube, das passt. Alles klar. Alter, Kakuna mit Schlammbad, das ist auch ein Knaller. Das kriegst du nicht erklärt. Bei zwei. Bei zwei. Ja, komm, das schaffen wir. Batz. Batz. So, Kakuna gibt mir Level 8 mit. Geil. Ich muss jetzt schon wieder aufhören, Freunde. Es ist schon wieder nach 20 Minuten. Es ist hier. Papa muss ins Bett. Es ist nach 20 Uhr. Aber ich habe so gerade Bock, weiterzuspielen. Ich muss jetzt leider hier einen Cut machen und wir spielen sofort für euch weiter. Also für mich zumindest. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen und einen Kommentar da. Ich habe richtig Bock auf diese Reise. Ich hoffe, ihr begleitet mich. Wenn dem so ist, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde. Valado Heres und bis bald.